Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Musikstunde in meinem Musikzimmer. Wir spielen heute den zweiten Teil vom Soldatenmarsch von Robert Schumann. Heute spielen wir Takt 9 bis 16. Das ist Nach dem Doppelstrich hat die rechte Hand den Daumen auf dem D. Ich spiele zwei Takte einmal vor. D, E, Fis, E, D. Mit Finger 1, 2, 3, 2, 1. Zum Mitspielen und 1, 2, 3. Und nochmal. Ich spiele weiter im nächsten Takt. Ein Doppelgriff. Der Daumen ist auf dem Fis, der kleine Finger auf dem E2, der Daumen rutscht zum G und der obere Ton ist das D. Dann kommt AC mit 4, 2 und GH mit 3, 1. Dieser dritte und vierte Takt zum Mitspielen. Fis E mit 1, 5. GD, AC und GH. Ich spiele alle vier Takte am Stück, spielt mit und. Takt 13 beginnt fast genauso, nur mit einem Dreiklang, D, Fis, A. Ich spiele zwei Takte einmal vor. E, Fis, D, D. Spielt mal mit. Takt 13, 14. Und nochmal. Und Takt 15 und 16. Mit Herzen AC mit 4, 2. GH mit 1, 3, das liegt praktisch da, dann gehe ich drüber mit dem Zeigefinger aufs Fis, spiele Fis A und GH. Nochmal Takt 15 und 16, AC Takt 13 bis 16 zum Mitspielen und stellt auf Pause und spielt alle acht Takte mit der rechten Hand, bis ihr sie flüssig spielen könnt. Schaltet dann auf Weiter, wir spielen jetzt die linke Hand. Der vierte Finger liegt auf dem kleinen D. Ich spiele zwei Takte. D, E, Fis. Ich spiele D, E, Fis. Takt 11 und 12 nochmal. C, H, Fis, D, G, D. Ich spiele die linke Hand, Takt 9 bis 13 zum Mitspielen und. Ich spiele Takt 13 mit der linken Hand. Es liegt wieder der vierte Finger auf dem D. Takt 13, 14 ist identisch mit Takt 9 und 10. Und ich spiele Takt 15 und 16. Nochmal Takt 5.
15, habt ihr es gemerkt, der ist identisch mit Takt 12, Fis-D, G-D. Und Takt 16, die Oktave, tiefes D, hohes D, G-D. Und nochmal Takt 13 bis 16. Wir spielen die linke Hand, dieser ganze Abschnitt, Takt 9 bis 16. Vierter Finger liegt auf D. Und drück den Pausenknopf, spiel es einige Male für dich, wenn du dich sicher fühlst. Drücke auf Weiter. Wir spielen jetzt beide Hände miteinander. Rechte Hand, Daumen auf D, linke Hand, Daumen auf dem kleinen D. Zwei Takte sind einstimmig. D, E, Fis, E, D. Spielt gleich mit und D, E, Fis, E, D. Und gleich noch zweimal. Links H, rechts G, D, links Fis, D, G, H. Nochmal die zwei Takte. Ich sage die Töne von unten nach oben. C, Fis, E, H, G, D, Takt 13, 14 ist wieder identisch und ich spiele Takt 15 und 16, linke Hand Fis D, rechte Hand A und C. Jetzt die linke Hand G, D mit 5, 1, die rechte G, H. Die linke Hand spielt die Oktave D, die rechte Fis A. Und links G, D und rechts G, H. Nochmal Takt 15 und 16. Ich sage alle vier Noten von tief nach hoch. Also Fis, D, A, C. G, D, G, H. D, D, Fis, A. G, D, G, H. Wer kann, spielt etwas schneller mit Takt 15 und 16. Wer sich's noch nicht zutraut, spielt nur die rechte Hand mit. C beginnt. Und noch ein letztes Mal die rechte. Und jetzt Takt 15 und 16, spielen nur die linke Hand mit. Fis D, G, D, Oktave D und G, D. Und nochmal für die linke Hand. Und spiele jetzt beide Takte am Stück. Wir spielen jetzt nochmal das Ganze von Takt 9 bis 16 in langsamem Tempo mit zwei Händen. D beginnt in beiden Händen. Und
wieder dem Haus im Knopf und spielt es so lange, bis ihr es könnt. So, das war der zweite Teil vom Soldatenmarsch. Hört ihr, wie die Schuhe klappern? Weiter geht's beim dritten Teil. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.